Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 38: Zerplatzte Träume. Nach dem Gespräch mit Harry war es für Ron sehr deutlich, sein bester Freund glaubte, wie er selbst, nicht an eine funktionierende Beziehung mit Hermine. Ron wollte, dass Hermine glücklich werden würde, aber das würde sie nicht werden, wenn er sie nicht gehen ließe. Die Angst um den Verlust ihrer Freundschaft ließ Ron einige Wochen lang grübeln, bevor er handelte. Wegen schlechten Wetters wurde das Training am Freitag früher beendet. Die Gelegenheit packte er am Schopfe, um ein romantisches Dinner vorzubereiten, nach welchem er ernsthaft mit ihr über ihre Situation reden wollte. Als Hermine spät nach Hause kam, saß Ron schluchzend am Küchentisch. Das Chaos in der Küche, die angebrannte Backform im Waschbecken, der verschmutzte Boden und der Geruch von Verbranntem ließ sie unbeachtet. Sie ahnte, was Ron am heutigen Abend vorhatte, und so verzichtete sie auf scherzende Kommentare über den Zustand der Küche und seine bedenklichen Kochkünste. Ron? Flüsterte sie. Ron zuckte zusammen, bevor er gequält lächelte. Er zeigte auf das Durcheinander und versicherte: Ich räume auf, keine Sorge. Als er aufblickte, trafen ihn ihre verständnisvollen Augen, bevor er leise sagte: Du weißt, was ich heute machen wollte. Hermine setzte sich neben Ron und umarmte ihn. Nachdem sie die Umarmung gelöst hatte, legte er seine Hände auf ihre rosigen Wangen. Sonst, wenn sie nach ihrer Arbeit bei Snape nach Hause kamen, gab er ihr immer einen Kuss auf den Mund. Dieses Mal beugte er sich vor, bis seine Lippen ihre Stirn berührten und eine Weile dort verweilten, bevor er den Kuss beendete. Es war ein freundschaftlicher Kuss. Die Geste sagte so viel aus, dass Hermine weinen musste. Nachdem sie sich gefangen hatte, sagte sie mit zittriger Stimme aufrichtig: Du weißt, dass ich dich liebe, Ron. Ich liebe dich. Das ist so und wird sich nie ändern. Ron nickte. Sein Gesicht war errötet, weil er seine eigenen Tränen unterdrückte. Es geht mir doch auch so, Mine. Hermine stimmte ihm wortlos zu. Mit bebenden Lippen sagte Ron fast flüsternd: Bestimmt bin ich daran schuld, dass es mit uns beiden einfach nicht klappen will. Ich... Aber bevor er sich selbst Vorwürfe machen konnte, erklärte Hermine mit einem verzückten Klang in der Stimme: Nein, Ron, du bist nicht dran schuld und ich auch nicht. Es ist die Art Liebe, die uns verbindet. Ihm tief in die Augen sehend, fügte sie flüsternd hinzu: Sie will uns nicht zusammenführen wie ein Paar. Ron nickte zustimmend und erklärte: Das zwischen uns ist und bleibt einzigartig, Mine. Wir sind die besten Freunde und empfinden einander so stark, dass man das gar nicht übertreffen kann. Mit ihren Fingern streichelte sie über sein rotes Haar, bevor sie lächelnd, aber mit an den Wangen herunterlaufenden Tränen bestätigte: Ja, Ron, du hast völlig recht. Es war eine unschuldige Liebe, die Ron und Hermine verband. Eine reine Liebe, wie es sie oftmals unter Kindern gab und die bei ihnen erblühte, als sie sich in Hogwarts näher kamen. Die beiden redeten noch eine ganze Weile oder schwiegen sich an, während sie dicht aneinander gekuschelt auf der Küchenbank saßen und Händchen hielten. Sie hofften, der krampfartige Schmerz in der Brust würde schneller vergehen, wenn sie sich gegenseitig zeigten, dass sie den anderen verstanden und noch immer liebten. Doch der Schmerz blieb.
Als es schon 4 Uhr morgens war, fragte Ron erschöpft. Es wird noch eine ganze Weile wehtun, oder? Sie nickte, aber mit einem Lächeln wollte sie ihn aufmuntern. Sie nahm seine warme Hand und legte sie auf ihre eigene Wange, bevor sie ihn umarmte und fest an sich drückte. Er erwiderte ihre Umarmung, doch einen Seufzer konnte er nicht unterdrücken. Lass uns ins Bett gehen und nebeneinander liegen, sagte sie, als sie ihre Stirn auf seine legte, sodass sich ihre Nasen küssten. Ron stimmte ihr nickend zu und die Küche wurde kurzerhand dem Chaos überlassen. Ron und Hermine gingen in ihr Schlafzimmer und umarmten sich in unverdorbener Zuneigung, bis sie gemeinsam einschliefen. Immer wieder hatte Severus über Tage hinweg die Einladung gelesen, die Lupin ihm zugeschickt hatte. Er würde sich freuen, wenn er auch kommen würde, schrieb Lupin. Ungläubig schnaufte Severus, bevor er die Karte wieder auf den Schreibtisch warf. Das konnte der Werwolf nicht ernst meinen, oder doch? Wer würde sich schon über die Anwesenheit des griesgrämigen Zaubertränkelehrers freuen? Wieder nahm er die Karte in die Hand und versuchte, sich einen Reim daraus zu machen. Würde man ihn nur einladen, um ihn auf den Arm zu nehmen? Aufgebracht warf er die Einladung wieder auf sein Schreibpult. Und wo war seine Schülerin? Sie hatten sich zu 7 Uhr morgens für ein Projekt verabredet und nun wartete er auf sie, während die Uhr bereits 8.45 Uhr anzeigte. Einen Samstagmorgen konnte er auch angenehmer verbringen, dachte Severus gereizt. Er war geladen und es würde nicht viel brauchen, ihn zum Explodieren zu bringen. Sollte sie nicht sofort auftauchen, würde er in Erwägung ziehen, ihre Lehre bei ihm zu beenden, sobald sie einen Fuß in sein Labor setzte. Kaum hatte er den Satz zu Ende gedacht, klopfte es. Ohne Aufforderung öffnete sie die Tür und blickte ihn wehmütig an. Mit ganz offensichtlich verweinten Augen versuchte sie, das Zittern aus ihrer Stimme zu verbannen, als sie sagte: Guten Morgen, Professor Snape. Bitte entschuldigen Sie vielmals. Ich wollte Sie bestimmt nicht warten lassen. Es tut mir leid, das wird nie wieder vorkommen. So sehr er sich auch anstrengte, er konnte sie für ihr zu spät kommen einfach nicht zurechtweisen. Stattdessen fragte er völlig unvorhergesehen: Fühlen Sie sich wohl? Möchten Sie sich heute frei nehmen? Doch sie versuchte, ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern und sagte im Anschluss: Nein, nein, ich bin in Ordnung. Gleich darauf lenkte sie von sich ab und erklärte: Wir wollten doch heute den Trank brauen, der eventuell Magie sichtbar machen könnte, wenn man sie anwendet. Ich habe Grund zur Vermutung, dass der Trank auch Harrys Gabe sichtbar machen kann, sagte sie, während sie bereits ihre Notizen aus ihrer Tasche zog und dem Professor ihre aktuelle Theorie in schriftlicher Form unter die Nase hielt. Wie konnte sie sagen, sie wäre in Ordnung, wenn die geschwollenen Lider, die geplatzten Äderchen in ihren Augen, die erröteten Wangen und die wunde Nase genau das Gegenteil untermauerten? Floskeln, dachte Severus abwertend. Benutzte man Floskeln, die eh nicht ernst gemeint waren, dann bekam man meist eine unehrliche Antwort zurück. Deshalb hatte er äußerst selten welche benutzt und er würde sich dies jetzt auch nicht angewöhnen. Über den ganzen Tag hinweg, während des Frühstücks, des Mittagessens und des gemeinsamen Tees, hatte Severus ihr wortlos kleine Fläschchen gereicht, die sie genauso wortlos entgegengenommen und ausgetrunken hatte. So war sie bereits zum späten Nachmittag hin von allen Anzeichen ihrer nächtlichen Heularie befreit, wofür sie still dankbar war, denn selbst den Kopfschmerz war sie endlich los. Bis zum heutigen Tag,
der Verlobungsfeier von Remus und Tonks hatte Hermine bemerkt, wie Snape immer wieder die Einladungskarte überflog. Heute, am Tag der Feier selbst, war es nicht anders. Im Gegenteil, er betrachtete sie nur noch häufiger. Sie ging davon aus, dass er vielleicht nervös wäre und deshalb ständig nachprüfte, ob er sich in der Uhrzeit auch nicht geirrt hatte oder er die Adresse richtig behalten hatte. Er mag gesellschaftlich Anerkennung gefunden haben, was jedoch nicht bedeutete, dass soziale Kontakte ihm lagen. Auch Hermine hatte eine Einladung erhalten und ging davon aus, heute gleich nach der Arbeit mit Professor Snape zu Tonks zu gehen. Um 18.30 Uhr fragte sie: Wollen wir uns langsam auf den Weg machen? Verdutzt blickte Professor Snape seine Zaubertränkeschülerin an und fragte zögerlich: Wie bitte? Was meinen Sie? Jetzt war es Hermine, die entgeistert reinschaute, doch sie fing sich und erklärte: Na, die Verlobung von Remus und Tonks. Sie sind doch auch eingeladen, genau wie ich. Hermine ergriff die Karte auf seinem Schreibtisch und fuhr fort: Ich dachte, wir würden gleich nach der Arbeit zusammen hingehen. Severus schluckte. Natürlich hatte er überlegt, hinzugehen, doch ihm war eher danach, die Einladung zu ignorieren. Aber jetzt, wo selbst Miss Granger mit seiner Anwesenheit rechnete, schloss er sämtliche Theorien über vermeintliche Späße, die man mit ihm treiben wollte, aus. Der Text der Einladung war so gedacht, wie er geschrieben war. Man würde sich darüber freuen, wenn er erscheinen würde. Sie wollen gar nicht hingehen, habe ich recht? Fragte sie enttäuscht. Er gab sich einen Ruck und erwiderte: Sie täuschen sich, Miss Granger, ich möchte. Die Party im Haus von Tonks war bereits in vollem Gange, obwohl sie erst eine halbe Stunde lief. Sirius und Anne unterhielten sich mit den Zwillingen über deren neueste Erfindungen, während Minerva mit Albus, Filius und Hagrid auf einer Sitzgruppe Platz genommen hatten und sich bereits mit Goldlackwasser und lockeren Gesprächen eine angenehme Zeit machten. Alistair stand allein mit seinem Flachmann in einer Ecke und beobachtete argwöhnisch, wie Molly ständig Ginny hinterherlief und ihr aufopferungsvoll dieses und jenes brachte, was ihrer Tochter zu missfallen schien, denn die rollte ständig mit den Augen. Kaum einer hielt inne, als Hermine, gefolgt von Severus, das festlich geschmückte Wohnzimmer durch den Kamin betrat. Nur Draco blickte lächelnd auf und grüßte seinen Patenonkel mit angehobenem Glas. Er selbst war nicht eingeladen, aber geladene Gäste durften eine Begleitung mitbringen und er hatte Susan begleitet. Severus war nicht entgangen, dass die beiden Händchen hielten. Aufgefallen war ihm der jüngste Mr. Weasley. Severus bemerkte, dass dessen Gesicht nicht anders aussah als heute Morgen das seiner Schülerin. Sie mussten sich gestritten haben, dachte er. Harry stand bei ihm und hatte einen Arm um die Schultern seines besten Freundes gelegt. Miss Granger entschuldigte sich kurz und steuerte geradewegs auf Ron Weasley zu, der sie gequält anlächelte und den vertrauten Kuss auf den Mund im Empfang nahm. Harry wurde von ihr ähnlich herzlich begrüßt. Mit einem Kuss auf die Wange und einer kurzen, aber innigen Umarmung. Gleich nachdem Miss Granger ihre engsten Freunde begrüßt hatte, gesellte sie sich wieder, den einen oder anderen Gast auf ihrem Weg grüßend, zu ihm. Was ihn erstaunte, denn er wusste von Harry, dass Mr. Weasley und Miss Granger schon lange verlobt waren. So oft, wie er Draco manierliche Umgangsformen eingetrichtert hatte, müsste man meinen, er selbst hätte keine Probleme damit, sie anzuwenden. Doch weit gefehlt. Nachdem Miss Granger einige Zeit bei ihm stand, fiel ihm endlich ein,
was er tun könnte, und so fragte er: Darf ich Ihnen etwas zu trinken holen, Miss Granger? Sie lächelte erleichtert, denn offensichtlich hätte sie sich beinahe selbst etwas besorgt, was ihm wiederum seinen gesellschaftlichen Fauxpas unter die Nase gerieben hätte. Gern. Vielleicht ein Glas Wein, wenn es welchen gibt. Roten. Erwiderte sie lächelnd. Severus nickte und machte sich mit geschmeidigem Gang auf den Weg zur Bar. Lupin und Tonks waren augenscheinlich nicht im Raum, denn er hatte aufmerksam Ausschau nach ihnen gehalten. Es wäre unhöflich, die Gastgeber außen vor zu lassen, aber alle anderen Gäste zu begrüßen, wenn auch nur mit einem leichten Kopfnicken seinerseits. In dem Moment, als er neben Arthur an der Bar stand und mit ihm ein kurzes Schwätzchen hielt, während Florin Fortescue, den Tonks für den heutigen Abend angeheuert hatte, die zwei gewünschten Gläser Wein einschenkte, traten Tonks und Lupin ins Wohnzimmer. Vom Applaus und einigen fröhlichen Zurufen darüber informiert, drehte sich Severus um und klatschte 3-4 Mal höflichkeitshalber in die Hände, bevor er den Wein von der Theke nahm und zu Miss Granger zurückging. Er reichte ihr das Glas Rotwein und nötigte sie somit, ihren Beifall zu beenden. Sie bedankte sich höflich für den Wein und nippte gleich daran. Die Gäste strömten nur so auf das Paar zu und beglückwünschten ihre Entscheidung, die Ehe gemeinsam eingehen zu wollen. Severus wartete, bis sich die Ansammlung zerstreut hatte. Doch bevor er auf Lupin zugehen konnte, kam der bereits freudestrahlend auf ihn zu und bestätigte mündlich die Worte, die auch schon in der Einladung standen. Severus, es freut mich wirklich, dass du gekommen bist. Die gereichte Hand schüttelte Severus kurz, aber kräftig, bevor er aufrichtig sagte: Ich weiß nicht recht, Lupin, ob ich Ihnen wirklich gratulieren soll. Lupin stutzte kurz, wurde jedoch sofort von jemand anderem abgelenkt. Severus nippte an seinem Wein und grübelte darüber nach, ob er eben richtig gesehen hatte. Trug Lupin einen Verhüllungszauber auf dem Gesicht? Er nippte nochmals an seinem Glas, bevor ihm auffiel, dass Miss Granger ihn fassungslos anstarrte, sich aber nicht zu dem, was er Lupin gegenüber gesagt hatte, äußerte. Der Abend verlief selbst für Severus äußerst amüsant. Auch wenn er, wie Mad-Eye, mehr Gefallen daran fand, die Leute zu beobachten, anstatt mit ihnen zu reden. Doch er begrüßte es, von Miss Lovegood angesprochen zu werden. Sie war eine seltsame Person, hatte ihm gegenüber jedoch keinerlei Berührungsängste. Professor Snape, sagte sie in ihrer unverkennbar verträumten Stimme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Neville wollte Sie etwas fragen, sagte sie, während sie bereits ihren sich sträubenden Freund heranzog, der leise vor sich hin murmelte. Wollte ich? Eingeschüchtert stand Neville neben Snape, und obwohl er einen solchen Wachstumsschub hinter sich gebracht hatte, dass er Snape mittlerweile einige Zentimeter überragte, schien sein ehemaliger Lehrer noch immer eine beängstigende Wirkung auf den jungen Mann zu haben, der nun stotternd und leise fragte: Professor Snape, ich wollte fragen, ob sie... Neville tat Hermine leid, aber Luna schien seine Frage ungeduldig abzuwarten, genauso wie Snape. Er brachte seine Frage endlich heraus. Ob sie Erfahrung mit Kreischbeißern haben? Besonders würde mich interessieren, ob sie einen bestimmten Dünger bevorzugen. In ruhigem, einlullendem Tonfall erklärte Snape langsam sprechend: Eine interessante Frage. Kreischbeißer sind wählerisch und protestieren meist schon bei zu viel Drachenmist. Neville nickte bestätigend, denn offenbar hatte er hier schon Erfahrungen gemacht. Er lauschte, als Snape trocken
und mit lehrerhafter Stimme erörterte. Geeignet für Kreisspeiser halte ich Einhundung, aber der ist sehr rar. Eine ähnliche Zusammensetzung erhält man jedoch auch mit den Ausscheidungen der Zentauren. Natürlich ist es aufwendig, im Wald danach zu suchen, aber man kann ja wohl schlecht mit einem Tütchen in der Hand zu Firenze spazieren und fragen, ob er gerade ein Bedürfnis verspürt. Hermine und Neville wiederholten nochmals Snape nüchtern klingende Worte in Gedanken, während Luna bereits mächtig lachte, was Neville und Hermine ansteckte. Snape zog lediglich einen Mundwinkel leicht nach oben und amüsierte sich still, während er weiterhin die Leute um sich herum beobachtete. Black schaute immer wieder zu ihm hinüber und ärgerte sich offensichtlich darüber, dass Severus zu dieser Feierlichkeit geladen war. Der junge Mr. Weasley blickte mehrmals zu Miss Granger, aber es war kein missgönnender Blick, sondern ein erleichterter, den er ihr zuwarf. Und da war auch Harry, der immer wieder zu Miss Weasley hinüberblickte, die übrigens genau das Gleiche tat, doch keiner von beiden wagte den Schritt, sich dem anderen zu nähern, was Severus mit einem kurzen, ungläubigen Kopfschütteln für sich allein kommentierte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.